Herzlich willkommen im Senkreis Kiel zum dritten öffentlichen Vortrag von Harry Teske, Micho Harry Teske. Mein Name ist Joachim Laudin. Ich bin heute Abend hier für den organisatorischen Ablauf verantwortlich. Das Thema des heutigen Vortrages ist Einführung in den Zen-Buddhismus. Die letzten Male waren ja eher allgemeinen Buddhismus gehalten, die Themen, und heute soll es also im Speziellen um den Zen-Buddhismus gehen. Für Zen-Buddhisten überall auf der Welt ist im Augenblick eine ganz besonders wichtige Zeit. Und zwar findet vom 1. bis zum 8. Dezember, also gerade jetzt, traditionellerweise überall auf der Welt, in Klöstern und anderen Zen-Gemeinschaften, die wichtigste Übungsperiode des Jahres überhaupt statt, genannt Rohatsu Session. In diesen 8 Tagen, in dieser einen Woche, 7 Tage sind es, man fängt morgens früh an und hört am achten morgens früh wieder auf. Das ist eine Zeit der ganz besonders intensiven Übung, intensiver als die anderen Übungsperioden, die es über das Jahr verteilt gibt. In Klöstern in Japan ist es beispielsweise so, dass in der Nacht da auch gar nicht geschlafen wird. Die ganze Nacht lang wird geübt, jeder für sich und den ganzen Tag durch in der Gemeinschaft. Und so wie überall anders auf der Welt findet auch hier im Senkreis Kiel gerade jetzt in diesen Tagen vom 1. bis zum 8. Dezember ein solches Rohatsu-Session statt. Und das erklärt vielleicht das ein oder andere müde oder etwas angestrengte Gesicht bei denen, die Sie heute Abend hier sehen können. Denn wir haben jetzt bereits 4 Tage lang sehr intensiv geübt. Wir sind sozusagen die ganze Zeit hier zusammen. Jede Handlung des Tages ist Übung. Von morgens um 4 bis nachts um 12. Und dann in den 4 Stunden dazwischen übt jeder für sich alleine weiter. Also auch in unserem Mutterkloster, im Hokuji-Kloster in Japan, sitzen jetzt im Moment Mönche und Nonnen und Laienschüler und Schülerinnen und üben Sazen. Die meiste Zeit verbringen wir mit dem Sitzen, also mit der Meditation, und außerdem üben wir auch Rezitation, also das Sprechen, den Sprechgesang von buddhistischen Texten. Und so einen kleinen Einblick da rein, wie das so aussieht, wollen wir Ihnen auch heute Abend wieder geben. Und zwar wird es so sein, dass wir den Vortrag ganz traditionell beginnen werden mit den entsprechenden zeremoniellen Handlungen, mit den entsprechenden Signalen, die dafür wichtig sind. Für diese ganzen Zeremonien und für diese ganzen Abläufe braucht man verschiedene Gerätschaften, mit denen man sozusagen Signale gibt und zeigt, was als nächstes passieren soll. Das Ziel davon ist, dass es ein ganz reibungsloser, harmonischer Ablauf dadurch entsteht, dass jeder genau weiß, auf welches Klingeln- oder Klopfsignal er dann was zu tun hat und jeder dadurch dann intensiv achtsam üben kann. Wichtige Gerätschaften dafür sind zum Beispiel diese beiden Holzklangschläge, Holzstücke, genannt Takus, mit denen man, wie Sie das auch nachher sehen werden, Signale gibt, indem man die so zusammenschlägt. Oder diese Standglocke, genannt Inkin, die man mit solcher Messingschläge anschlägt. Diese beiden Gerätschaften sind sozusagen die wichtigsten für den Übungsleiter, genannt Jikijitsu, der ich heute Abend hier bin.
Damit kann er sozusagen anzeigen, was als nächstes passieren soll. Der Abend wird folgendermaßen ablaufen. Ich will Ihnen da so einen groben Überblick darüber geben, damit Sie wissen, was die einzelnen Sachen so für eine Bedeutung haben und was da passiert. Wir werden der Lehrer wird sozusagen gerufen und oder es wird auch angezeigt, dass es jetzt einen öffentlichen Vortrag gibt durch diese Klopf- und Klingelzeichen. Und zwar beginne ich sozusagen die Runde oder ich beginne das Ganze, indem ich die Takus schlage, den Inkin schlage und dann ist der Gehilfe des Meisters sozusagen dran, der das Weitere übernimmt. Dann wird dann da hinten so eine Standglocke schlagen und danach ein Holz schlagen in einer bestimmten Reihenfolge, in einem bestimmten Rhythmus. Und das sind alles eben wichtige, das sind sozusagen die Uhren im Kloster oder die Möglichkeit eben den Ablauf deutlich zu machen. Wenn das geschehen ist, dann wird Harry Teske reinkommen und sich hier vorm Altar verneigen, ein bisschen Räucherwerk anzünden, drei Niederwerfungen machen und während des Ganzen, während das passiert, rezitieren wir gemeinsam das Hanya Shingyo, das Herzsutra. Ich weiß nicht, Martin, sind da Textbücher? Ja. Für diejenigen, die das gerne mitlesen möchten, das ist auf der Seite 6 und die Übersetzung ist auf den Seiten danach, 8 und 9. Und danach kommt das sogenannte Hanya Shingyo, das ist auf der Seite 18 zu finden und auf den darauffolgenden Seiten dann die Übersetzung. Hakui. Ja, was habe ich gerade? Hakui, das Hakui. Ja, und danach nimmt der Lehrer auf dem erhöhten Platz Platz und beginnt mit seinem Vortrag. Es wird so aussehen, dass es zunächst einmal eben diese Einführung gibt und danach wird es bestimmt auch noch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen zum Vortrag, aber bestimmt auch zu jedem anderen um den Zen-Buddhismus herum das Thema. Und danach klingt dann der Abend ganz informell aus. Wir können draußen oder auch hier drin noch zusammen eine Tasse Tee trinken und es können Fragen gestellt werden und ja, was auch immer. Ja, sind bis hierhin Fragen von Ihrer Seite? Gut. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an.
Makanya Harmita Shinyo. Thank you.
recht schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie hier heute Abend hier erschienen sind. Einige wieder erschienen sind. Und ich heiße Sie hier herzlich willkommen und werde mich bemühen, Sie heute über den Zen-Buddhismus zu informieren, das heißt die Übung, die wir hier zusammen betreiben. Ich glaube, Agi hatte das schon etwas eingeführt, dass wir gerade uns in einer Meditationswoche befinden. Das heißt, wir meditieren hier schon seit 4 Tagen sehr intensiv zusammen. Das ist die strengste Meditationswoche im ganzen Jahr. Die geht morgens um 4 los und dauert bis nachts um Mitternacht. Dann wird wenig geschlafen und das wird über 7, 8 Tage lang praktiziert. Deswegen sollten Sie sich nicht wundern, wenn einige der Köpfe hier mal kurz runtersacken. Einige leiden hier unter extremem Schlafentzug seit einigen Tagen. Ich hoffe nicht, dass das an meinem Vortrag liegt. So. Ich habe in den letzten beiden Vorträgen über die Grundlagen des Buddhismus gesprochen, hauptsächlich über die 4 edlen Wahrheiten. Ich möchte das nochmal kurz wiederholen. Das ist erstmal die Wahrheit vom Leiden, das heißt, dass wir im Buddhismus davon ausgehen, dass die Existenz unweigerlich mit Leiden verbunden ist, durch Geburt, Alter, Krankheit, Tod. Das gehört zum Leben dazu, dieses grundlegende Leiden. Dann hatte ich gesprochen von der 2. edlen Wahrheit, von der Entstehung des Leidens und von den Ursachen des Leidens, die, um es mal ganz kurz zusammenzufassen, darin besteht, dass wir uns an das Leben klammern, dass wir haben wollen, dass wir Besitz ergreifen wollen. Oder um es noch prägnanter zu fassen, dass wir etwas wollen. Dass wir die Wirklichkeit nicht so hinnehmen, wie sie ist, sondern dass wir einen Willen haben, der häufig mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt. Dann habe ich gesprochen von der 3. edlen Wahrheit, von der Wahrheit von der Beendigung des Leidens. Dadurch, dass wir die Ursachen des Leidens beseitigen, das heißt dadurch, dass wir das Wollen, das Haben wollen, und zwar in seiner egoistischen Form, beseitigen. Und dann habe ich viertens gesprochen von der 4. edlen Wahrheit, von dem Weg, der zur Aufhebung des Leidens führt und der, etwas vereinfacht gesagt, aus den 3 Komponenten besteht: Weisheit, Meditation und Ethik, ethische Lebensführung oder verantwortungsbewusste Lebensführung überhaupt, die geprägt sein sollte von der Maxime des Nichtschädigens, kein Schaden anrichten, nicht bei mir und nicht bei anderen. Das ist, wie ich schon erwähnt habe, die Grundlage aller buddhistischen Schulen, ob sie aus der japanischen Richtung des Zen-Buddhismus kommen, der tibetischen Richtung, der indischen, ostasiatischen Richtung des Theravada-Buddhismus. Diese Grundaussage verbindet alle Schulen des Buddhismus, diese 4 edlen Wahrheiten. Der Buddhismus, das hatte ich damals auch gesagt, beschäftigt sich eigentlich nur mit dem Leiden und mit der Beendigung des Leidens, das heißt mit der Erforschung des Leidens und mit dem Weg zur Beendigung dieses Leidens. Jetzt möchte ich in diesem Vortrag speziell auf den Zen-Weg zu sprechen kommen, den Weg, den wir hier praktizieren und der in
Gebäude des Gesamtbuddhismus eine etwas eine besondere Rolle einnimmt, weil wir eine etwas andere Herangehensweise an dieses Problem haben als die anderen teilweise orthodoxen buddhistischen Schulen. Zen ist der Weg der Befreiung vom Leiden aus eigener Kraft. Das heißt, dass wir uns im Zen, in der Übung, nicht verlassen auf irgendeine Gnade, von wo auch immer, nicht auf einen Segen, von wem auch immer, nicht auf irgendwelche Schicksalsfügungen. Wir verlassen uns in gewisser Weise nicht mal auf irgendwelche Regeln oder religiösen Systeme. Wir versuchen im Zen das Problem direkt anzugehen, außerhalb jedes Lehrsystems. Wir versuchen, unser persönliches Leiden selbst kennenzulernen, das heißt selbst zu erfahren, und das beinhaltet größtenteils den Aspekt, vor diesem Leiden nicht mehr wegzulaufen, sondern es zu akzeptieren. Dann bemühen wir uns selber, die Ursachen für unser persönliches Leiden zu ergründen, ohne dabei zurückzugreifen auf irgendwelche Theorien oder Lehrmeinungen. Das heißt, wir untersuchen selber, worunter wir leiden und wie dieses Leiden zustande kommt. Das ist teilweise eine sehr persönliche Angelegenheit. Und dann untersuchen wir und üben wir im Laufe unserer Zen-Ausbildung, uns von diesem Leiden zu befreien. Und diese Befreiung, wie ich schon sagte, geschieht aus eigener Kraft. Das heißt, dass wir wirklich alle Anstrengungen unternehmen und auch alle Anstrengungen unternehmen müssen, uns von diesem Leiden zu befreien. Und die Ausgangsbasis schaffen wir hier in dem Übungsraum, in dieser Zendo, in dem wir hier Meditation praktizieren, indem wir hier uns um Weisheit, um Wissen bemühen und indem wir hier erstmal eine verantwortungsbewusste Lebensführung praktizieren. Und das machen wir anhand der Methode, dass wir alles möglichst auf das Wesentliche runter reduzieren. In einer Zendo passiert äußerlich betrachtet nicht sehr viel. Hier wird gesessen, hier wird rumgegangen, hier wird gestanden und hier wird geschlafen in dieser Zendo, allerdings in sehr begrenzter Form und nicht sehr lange. Indem wir uns auf diese wesentlichen Sachen konzentrieren, haben wir die Möglichkeit, wirklich intensiv mit uns selber zu arbeiten, unser, wenn man so will, innerstes Wesen zu erforschen, weil wir uns von allem äußeren Beiwerk befreien und uns selber ins Gesicht sehen, selber in uns hineinschauen. Ohne Ablenkung möglichst. Deswegen wird hier in der Zendo während der Übungszeit sowieso nicht gesprochen und in der Zwischenzeit auch äußerst begrenzt. Weiterhin gehen wir bei unserer Übung davon aus, dass alles, was erstmal hier passiert, so wie es passiert, so wie es ist, vollkommen in Ordnung ist, vollkommen perfekt ist. Man braucht hier eigentlich nichts mehr zu üben. Man setzt sich hin, man stellt sich hin, man geht herum und legt sich hin. Und diese Haltung, die wir hier entwickeln in dieser Zendo,
versuchen wir, und das sollte auch das Ziel der ganzen Sendung sein, mit in den Alltag hineinzunehmen, dass wir diese Eindeutigkeit, diese Einheit, die wir hier erfahren und praktizieren, dass wir die in den Alltag mit hineinnehmen. Das wahre Übungsfeld des Zen ist nicht diese Sendung hier, das ist nur die Vorbereitung. Das wahre Übungsfeld des Zen ist das alltägliche Leben. Darauf bereiten wir uns vor. Und wie gesagt, diese Vorbereitung ist auf wirklich sehr rudimentäre Bewegung, Lebensäußerung erst einmal reduziert, um so schnell wie möglich an den Kern der Sache heranzukommen. Der Kern der Sache, an den wir uns herantasten wollen, ist, um das mal sehr vereinfacht zu sagen, vollkommene Präsenz. Vollkommen anwesend zu sein. In diesem Augenblick zu sein. Oder wie es in einem Zen-Jargon ausgedrückt wird, vollkommen im Hier und Jetzt zu sein. Was uns jedoch davon abhält, im Hier und Jetzt zu sein, diesen Augenblick vollkommen zu erfahren, ist unsere althergebrachte alltägliche Denkstruktur, unsere Denkgewohnheit. Ob uns das bewusst ist oder nicht, wir sind die meiste Zeit unseres Lebens damit beschäftigt, über die Wirklichkeit nachzudenken. Und wie das Wort Nachdenken schon sagt, denken wir der Wirklichkeit nach. Das heißt, wir hinken geistig der Wirklichkeit hinterher. Wir sind eigentlich nie auf der Höhe der Zeit, solange wir denken, solange wir nachdenken. Statt einfach jetzt hier in diesem Augenblick zu sein, denken wir über diesen Augenblick nach. Wir bekommen dabei nicht mit, dass er schon längst Vergangenheit ist. Und deswegen ist die wichtigste Aufgabe in unserer Zen-Ausbildung erst einmal, dass wir lernen, das Denken zu überwinden oder besser gesagt zu übersteigen, über das Denken hinaus zu gelangen. Oder wie wir es im Zen ausdrücken, den Gedankenprozess abzuschneiden, die Gedanken abzuschneiden. Das hört sich ziemlich einfach an, was die Sache allerdings extrem erschwert, ist, dass wir diesen Prozess nicht absichtlich machen können. Es ist leider nicht möglich, absichtlich Nichtdenken zu praktizieren. Und dazu möchte ich Sie jetzt bitten, mal einen kleinen Selbstversuch zu machen oder ein kleines Experiment zu machen. Ich bitte Sie jetzt mal, nicht an einen grünen Frosch zu denken. Ganz intensiv bitte. Nicht daran denken. Wir können also unseren Willen nicht einsetzen, um Gedankenfreiheit zu erreichen. Unser Wille ist sogar ein Hindernis dabei, uns von den Gedanken frei zu machen. Und das liegt daran, dass Wille oder Wollen
in gewisser Weise selber ein gedanklicher Prozess ist. Willen besteht auf der Ebene, wie wir ihn normalerweise wahrnehmen, aus Gedanken. Die Frage ist nun, wie können wir dieses Hamsterrad der laufenden Gedanken, wie können wir das zum Stehen bringen? Wie können wir dieses Rad, dieses immer wieder nachdenken müssen, unterbrechen? Dieses Nachdenken müssen ist ein Prozess, den wir nicht selber bestimmen. Es ist eher so, dass es in uns denkt. Wir sind normalerweise nicht Herr über unsere Gedanken. Es denkt in uns. Ich möchte, wenn ich jetzt vom Nichtdenken oder von dieser Erreichung der Gedankenfreiheit spreche, möchte ich Sie bitten, mich nicht falsch zu verstehen. Es geht im Zen nicht darum, gedankenlos zu werden, zum Idioten zu werden, sich über nichts mehr Gedanken zu machen. Ganz im Gegenteil. Sondern es geht darum, das Unkontrollierte, das zwanghafte Denken müssen zu unterbinden, zu unterbrechen. Und zwar aus dem Grund, den ich eben schon erwähnt habe, weil genau dieses Denken müssen, dieser unkontrollierte Gedankenprozess uns davon abhält, vollkommen diesen gegenwärtigen Augenblick zu erfahren. Das oberflächliche, dualistische Denken ist nicht in der Lage dazu, diesen Augenblick zu erfahren. Das Denken, das dualistische Denken kann nur nachdenken, kann nur über den vergangenen Augenblick nachdenken und ist, wie gesagt, nie auf der Höhe der Zeit. Die Frage bleibt jetzt, wie können wir es erreichen, wie können wir diesen Zustand der Gedankenfreiheit erreichen? Und das Zauberwort dabei heißt Loslassen. Und das ist genau unsere Übung hier, das, was wir im Zen praktizieren. Das ist praktisch das Gegenteil von absichtlichem Tun. Was wir hier üben, ist Loslassen, nicht tun. Einfach sein. Einfach sein. Das hört sich einfach an, ist es aber nicht immer. Deswegen müssen wir hier so lange und intensiv daran rumdoktern und rumbasteln und teilweise durch Himmel und Hölle gehen. Wie Sie vielleicht in dem kleinen Gedankenexperiment oder Selbstversuch eben erfahren haben, ist es nicht möglich, den Gedankenprozess willentlich anzuhalten. Es ist jedoch möglich, durch längeres, regelmäßiges Meditieren sitzen und den Geist zur Ruhe kommen lassen. Die Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen, still zu werden. Dadurch ist es möglich, den Geist langsam darauf vorzubereiten, den gegenwärtigen Augenblick zu erfassen, indem wir sozusagen diese Welle des Denkens oder dieses Hamsterrad sich langsam ausrollen lassen, uns nicht mehr an Gedanken hängen, schon gar nicht absichtlich denken, auch das Denken nicht vermeiden, nicht versuchen wollen, nicht versuchen, das Denken zu unterbinden,
Weil da würde genau das Gegenteil passieren. Wenn wir absichtlich oder wenn wir versuchen, unsere Gedanken zu unterdrücken, dann kommen sie nur noch stärker. Kommen sie vermehrt, treten vermehrt auf. Also, eine Richtung oder eine Möglichkeit ist sitzen. Sitzen und langsam zur Ruhe zu kommen. Es gibt eine Richtung des Zen, die diese Form praktiziert. Da sage ich gleich dazu, das ist nicht der Weg, den wir hier machen. Wir sitzen nicht hier und warten darauf, dass sich die Gedanken langsam beruhigen, sondern wir haben eine besondere Methode. Wir praktizieren hier eine Methode, die sehr viel schneller geht, wenn wir uns darauf einlassen können. Diese Methode ist allerdings, da können viele hier ein Lied von singen, anstrengend, äußerst anstrengend. Diese Methode setzt voraus, dass wir sehr viel Einsatz und Energie aufbringen und dass wir intensiv mit einem Lehrer zusammenarbeiten. Das ist die Grundvoraussetzung für diese Methode, die wir praktizieren. Wenn wir diese Methode anwenden, gelingt es sehr viel schneller, manchmal sogar erstaunlich schnell, diesen Gedankenprozess zu unterbinden. Diese Methode ist sehr wirksam und äußerst bewährt. Sie wird mittlerweile seit ca. 1500 Jahren angewendet und hat immer wieder gute Erfolge gezeitigt. Das ist die Arbeit mit Koans, die wir hier praktizieren. Und ein Koan ist eine Aufgabe, die der Schüler bzw. die Schülerin, mit der sie konfrontiert wird. Und diese Aufgabe ist durch rationales Denken nicht zu bewältigen. Das ist die Eigenart von Koans. Wenn man versucht, ein Koan gedanklich zu lösen, kommt nichts bei raus. Da kann man nur scheitern dran oder an der teilweise Unlogik dieser Aufgaben verzweifeln. Auf diese Koan-Übung möchte ich hier bei diesem Vortrag allerdings noch nicht so sehr darauf eingehen, weil das ein sehr komplexes Thema ist und nicht so einfach abzuhandeln ist. Auf jeden Fall möchte ich nochmal wiederholen, dass die Übung mit Koans ein gewisses Maß an Meditationserfahrung voraussetzt. Das heißt, man muss mit Meditation gewisse Erfahrungen haben. Sonst ist die Arbeit mit Koans im besten Falle vollkommen nutzlos und es passiert gar nichts. Im schlimmsten Falle stürzt einen die Arbeit mit Koans in äußerste Verwirrung und kann sogar etwas schädlich sein. Daher ist es wichtig, dass man, wie ich schon sagte, einige Meditationserfahrungen hat, um mit dieser Methode arbeiten zu können. Koans, von denen es im Zen, in unserer Zen-Richtung ungefähr 1700 Stück gibt, von denen wir allerdings nur 700 oder 800 Stück in der Koan-Ausbildung benutzen, sind immer ein Hinweis auf die Wirklichkeit. Sind immer, wie man so schön sagt, der Finger, der auf die Wirklichkeit zeigt. Und die grundlegende Wirklichkeit bezeichnen wir im Zen als Leerheit. Leerheit ist die grundlegendste Form der Wirklichkeit. Und im Zen, wie im Buddhismus überhaupt, geht es letztendlich um die Erkenntnis der allem zugrunde liegenden Leerheit.
auf diesen Begriff Leerheit werde ich gleich noch etwas ausführlicher zu sprechen kommen. Vielleicht als Beispiel ein Koan, das nochmal explizit auf diese Kategorie der Leerheit eingeht. Das ist ein Koan aus der Zeit ungefähr 520 nach unserer Zeitrechnung, also mittlerweile auch schon 1500 Jahre alt, und schildert die Begebenheit, die legendäre Begebenheit, wie die besondere Form des Zen, der Zen-Schule von Indien nach China überliefert wurde. Der Historie nach soll das passiert sein von einem, soll diese Überlieferung nach China gebracht sein von einem Mönch namens Bodhidharma, der ein indischer Prinzensohn gewesen sein soll und in sehr betagtem Alter dann nach China gegangen ist und dort eine Begebenheit mit dem Kaiser Wu von Liang, ich meine in Nanking ist das gewesen, diese Begebenheit, die er da gehabt hat. Und das Koan lautet in verkürzter Form ungefähr so: Der chinesische Kaiser Wu fragte den Zen-Meister Bodhidharma, was ist der Kern aller heiligen Lehren? Und Bodhidharma sagte, Leerheit, nichts von heilig. Manchmal wird es auch übersetzt, offene Weite, nichts von heilig. Um diese Leerheit, um die Erkenntnis dieser Leerheit, geht es im Buddhismus, geht es allen Buddhisten. Alle Methoden, die vorher praktiziert werden, alle Hilfsmittel und alle Übungen sind nur auf dieses eine Erlebnis ausgerichtet. Das Erlebnis der Leerheit, Erkenntnis der Leerheit, man könnte es auch ausdrücken, Erlebnis der Wirklichkeit oder vollkommen diesen Augenblick zu erfassen. Um nichts anderes geht es in der ganzen Übung. Und um diese Leerheit erfassen zu können, muss man, Leerheit mit EE geschrieben natürlich, um diese Leerheit erfassen zu können, muss man auch seinen eigenen Geist leer machen. Ein Geist, der noch Inhalte hat, kann Leerheit nicht vollständig erfassen. Wenn er Leerheit, ich könnte auch sagen Wirklichkeit, erfassen würde und noch Inhalte hätte, würde er diese Wirklichkeit immer mit seinen eigenen Inhalten vermengen. Das passiert häufig, das ist unser alltäglicher Bewusstseinszustand. Ich werde das gleich noch näher erklären. Es ist, wie gesagt, wichtig, zumindest zeitweilig Gedankenfreiheit zu erreichen, den Geist vollkommen leer zu machen, leer von seinen eigenen Inhalten. Wenn man es schafft, den Geist frei von seinen Inhalten zu machen, dann kann er die Wirklichkeit oder Leerheit vollkommen erfassen. Das ist eine Augenblickssache. Dazu braucht man eigentlich keine lange Zeit der Übung. Das kann man sofort machen. Dafür muss man nicht jahrelang üben und sich anstrengen. Man kann hier und jetzt in diesem Augenblick Leerheit, Wirklichkeit vollkommen erfassen, wenn man es schafft, den Geist leer zu machen. Wenn man einen leeren Geist hat. Leerheit oder Wirklichkeit ist, wie
kann man eigentlich synonym betrachten. Wirklichkeit hat keine Eigenschaften. Wirklichkeit ist nicht irgendwie. Sondern Wirklichkeit ist so, wie sie ist. Soheit ist ein anderes Wort für Wirklichkeit. Eigenschaftslos. Wirklichkeit, Leerheit und Soheit sind Begriffe für etwas Unbegreifliches, etwas unserem Verstand Unbegreifliches, unserem Denken Unbegreifliches. Deswegen wiederhole ich nochmal, ist es so wichtig, diesen Zustand der Gedankenfreiheit zu erreichen. Normalerweise ist unser alltägliches Bewusstsein so strukturiert, und damit, dass wir aufnehmen, dass wir, und da kommt dieses Wort wieder rein, haben wollen. Wir nehmen als Menschen, wenn wir so wollen, ständig Nahrung zu uns. Wir sind, um das vielleicht mit einem anderen Ausdruck auszudrücken, ein einziger Greifvorgang. Und zwar auf materieller Ebene. Da bedarf es Nahrung, Essen. Als fühlende Wesen auf emotionaler Ebene sind wir auch auf Gefühle aus, wollen Gefühle genießen, es sei denn, wir sind sehr neurotisch veranlagt. Und auf geistiger Ebene wollen wir auch gefüttert werden. Unser Geist braucht auch Nahrung, sonst verödet er. Und so wie wir, auf jeden Fall die meisten von uns, darauf achten, dass sie sich gesund ernähren und was Gutes zu sich nehmen, so wie wir auf emotionaler Ebene angenehme, förderliche Emotionen erleben wollen, so will auch unser Geist mit gutem Material gefüttert werden und sollte auch mit gutem Material gefüttert werden, wenn wir ihn schon füttern. Das ist, um es nochmal zu sagen, unser normales, alltägliches Dasein, dass wir Nahrung zu uns nehmen, dass wir grobstoffliche Nahrung, dass wir Essen zu uns nehmen, dass wir Emotionen genießen und dass wir uns geistig ernähren. Die Zen-Übung ist das genaue Gegenteil davon. Die Zen-Übung ist auf geistiger Ebene zumindest ein Fasten, eine Fastenübung. Wir lernen hier, oder wir praktizieren hier geistig nichts mehr anzuhäufen, sondern loszulassen. Gepäck abzuladen, geistiges Gepäck abzuladen. Den Zen-Weg zu gehen bedeutet, mit leichtem Gepäck zu reisen. Und was unser geistiges Gepäck ausmacht, ist mal ganz abgesehen von unserer häufig ungesunden Denkstruktur oder von diesem teilweise krankhaften Denken müssen, auch eine sehr viel verfestigtere Form von Gedanken, die eigentlich noch sehr viel belastender sind und uns häufig gar nicht so ins Bewusstsein kommen. Das sind unsere Konzepte, das sind unsere Meinungen, unsere Überzeugungen. Und auf gewisser Ebene halten die uns noch viel mehr von der Erkenntnis der Wirklichkeit ab. Weil sobald wir eine Überzeugung haben, sobald wir eine Meinung haben
oder auch nur eine Vorstellung haben, haben wir etwas, was sich vor die Wirklichkeit stellt. Und wenn es nur das wäre, wird uns das nur etwas die Sicht auf die Wirklichkeit trüben. Aber unsere Meinung und Vorstellung sind teilweise so verfestigt, dass wir die Wirklichkeit daran messen, damit vergleichen und dann selbstherrlich, und das bezeichnet man als Egoismus, entscheidet, was uns in den Kram passt. Und diese Form der Wirklichkeit, die uns in den Kram passt, die mögen wir, weil sie unseren Meinungen entspricht, weil sie unserer Überzeugung entspricht. Und die Aspekte der Wirklichkeit, die uns nicht in den Kram passen, die lehnen wir ab. Die bekämpfen wir sogar teilweise. Spalten sie ab und betrachten sie manchmal sogar als nicht zur Wirklichkeit gehörend. Wir trennen. Wir spalten. Wir spalten eine eigentlich einheitliche Wirklichkeit in verschiedene Aspekte auf. In uns angenehme Aspekte, in unangenehme Aspekte und in Aspekte, die uns vollkommen egal sind, die uns nicht interessieren. Wenn es nur das wäre, wäre das auch noch nicht so schlimm. Aber wir fangen dann an zu unterscheiden und Werturteile zu fällen in Gut und Böse, in Richtig und Falsch, in Freund und Feind. Und wohin das führt, das wird uns zurzeit gerade sehr deutlich vor Augen geführt. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Wirklichkeit erkennen. Und zwar, dass wir die Wirklichkeit erkennen, ohne unsere persönliche Beimengung, ohne den Senf, den Gedankensenf, den wir über die Wirklichkeit drüber schmieren. Die Meinung, die wir haben, die Vorstellung. Das ist die eine Seite, um die es uns hier im Zen geht. Die andere Seite, und das ist eigentlich ein und dasselbe, aber ich stelle es jetzt mal von einer anderen Seite dar, ist ein weiteres Ziel unserer Übung, ist Selbsterkenntnis, dass wir uns selber erkennen. Uns selber erkennen, unser eigenes wahres Wesen zu erkennen, ist, das sage ich jetzt mal ganz hoch spirituell, dasselbe wie die Welt erkennen. Weil unser eigenes Wesen und die Welt nicht zwei verschiedene Dinge sind, sondern ein und dasselbe. Das Ziel des Zen ist es also, das eigene, wenn man so will, das eigene wahre Wesen vollständig zu erkennen. Das ist nur eine andere Darstellung derselben Sache. Ich hoffe, Sie sehen das auch so. Diesen Augenblick zu erkennen und das eigene Selbst zu erkennen, ist ein und dasselbe. Das japanische Wort für das große Ziel, das wir hier verfolgen, heißt Selbstwesensschau. Kensho oder Satori, das sind die japanischen Namen dafür. Das beinhaltet, diese Selbstwesensschau beinhaltet unter anderem die Erkenntnis, dass es in Wirklichkeit eine Trennung zwischen Innen und Außen nicht gibt. Dass es in Wirklichkeit eine Trennung zwischen mir und der Welt nicht gibt. Diese Trennung besteht nur auf
konventioneller Ebene, auf konventioneller, sprachlicher und gedanklicher Ebene entbehrt jeder Wirklichkeit, ist das, was man im Zen, im Buddhismus als Verblendung bezeichnet, als Unwissenheit. Es ist so, dass wir ständig in einem wechselseitigen Austauschprozess mit der sogenannten Außenwelt stehen. Ständig. Und selbst diese Begriffe, wir und Außenwelt, sind irreführend auf der Ebene der Wirklichkeit. Dieser Prozess des Austausches von einem sogenannten Innen, also von Ich, zur Außenwelt ist ständig in Gange. Ich atme ein. Ich atme Luft ein. Die ist in mir drin. Gehört sie dann zu mir? Dann atme ich sie aus. Gehört sie dann zur Außenwelt? Ich nehme Nahrung auf. Die assimiliere ich. Ein Apfel. Bin ich dann der Apfel? Wir sind eigentlich alles nur eine Ansammlung von Äpfeln, in gewisser Weise. Wenn wir das wirklich erkennen, wirklich erleben, dass es diese getrennte, eigenständige Existenz nicht gibt, das getrennte, abgetrennte, eigenständige Existenz nur gedankliches Beiwerk ist, nur Verblendung ist, dann erkennen wir in gewisser Weise, und diese Erkenntnis hat verschiedene Abstufungen. Das kann mal ein kurzer Gedankenblitz sein. Das kann aber auch sein, dass mit einmal die ganze Verpackung des Ego weggehauen wird und dass sie nie wiederkommt. Das ist der günstigste Fall. Ansonsten muss man sich langsam an diese Erfahrung, an diese Erkenntnis heranarbeiten. Dann erkennen wir, dass eigentlich nur Einheit vorhanden ist, eine grundlegende Einheit zwischen allem, zumindest zwischen allen fühlenden Wesen. Und diese Erfahrung oder dieses Erlebnis bezieht sich nicht nur auf das Verhältnis von Ich und Welt, sondern, wenn man das auf religiöser Ebene betrachtet, auch auf das Verhältnis von Ich und Gott. Zen hat unter anderem auch religiöse Aspekte, nicht ausschließlich, aber unter anderem auch. Meister Eckhart, ein christlicher Mystiker des Mittelalters, hat diese Erfahrung, die auch für uns ausschlaggebend ist, so bezeichnet: Das Auge, mit dem ich Gott erblicke, ist das Auge, mit dem Gott mich erblickt. Um das jetzt vielleicht noch einmal etwas zusammenzufassen, vielleicht war das etwas schwere Kost oder so. Im Zen oder Zen ist eigentlich die einfachste Sache der Welt. Zen ist vollkommen einfach. Wir müssen nichts glauben, wir müssen nichts lernen, wir müssen lediglich vollkommen hier sein.
wenn wir hier sitzen, sollten wir vollkommen hier sitzen. Und unser Geist sollte nicht irgendwo anders sein. Wo der Körper sitzt, sollte auch der Geist sitzen. Wenn wir stehen, sollten wir vollständig an dem Ort stehen. Wo der Körper steht, steht auch der Geist. Wenn wir liegen, dasselbe, dann liegt auch der Geist. Wir sollten die Trennung beseitigen. Das ist unsere vordringlichste Aufgabe. Den Zwiespalt, den wir normalerweise in uns selber empfinden, den sollten wir auflösen. Und wenn wir diese Erfahrung einmal vollständig, vollkommen gemacht haben, diese Erfahrung der Einheit, dann verschwindet ein für alle Mal der Zweifel. Der ist dann weg, der hat keine Grundlage mehr, weil an der Wirklichkeit gibt es keinen Grund zu zweifeln. Die Wirklichkeit ist so, wie sie ist. Soheit. Das ist das Ziel unserer Erkenntnis, unserer Bemühungen. Und deswegen sitzen wir hier und nehmen solche Strapazen auf uns. So, das ist kurz und knapp zusammengefasst die Grundlage der Zen-Übung. Wie ich schon sagte, ist das Ganze hat das auch einen methodischen Aspekt, den ich aber hier an dieser Stelle erstmal noch nicht vorstellen möchte, weil er einfach zu kompliziert ist. Mit Koan zu arbeiten ist eine komplizierte Sache und da werde ich in den nächsten Vorträgen nochmal drauf eingehen. So, ich weiß jetzt nicht, Agi, hattest du auch gesagt, dass noch Möglichkeit für Fragen besteht? Ja. Wenn da noch Fragen zu dem Thema sind, obwohl das ja eindeutig sein sollte, dann frag bitte. Okay. Ansonsten bedanke ich mich für euer Interesse und verweise auf den nächsten Vortrag, der am Dienstag, den 5. Februar hier stattfindet. Und wenn keine Fragen mehr sind, dann gehen wir gleich raus und suchen Tee oder so. Gut, okay. Vielen Dank. Hol mich mal hier runter. Das ist immer vorne, was anders gemacht wird.